einem Spiel, wo ich noch lange sprachlos wäre, ist Emil Forsberg als Erster rausgekommen, um erste Worte zu finden. Emil, nach so einem Spiel, es war klar, es braucht das perfekte Spiel heute. Woran hat es gefehlt? Am viel natürlich. Wir haben 7-0 verloren. Es fühlt sich nicht gut an und ich will auch nicht hier stehen und irgendwelche Ausrede haben oder wir sollten das und das besser machen. Also, wir waren heute nicht da, es fühlt sich nicht gut an und es tut weh, aber Manchester City hat es richtig gut gemacht, hatten eine fantastische Mannschaft und ja, wir waren nicht da, wir hatten keine Chance, muss man ehrlich sagen. Was haben gerade die zwei Schiedsrichterentscheidungen auch mit Ihnen gemacht? Ich nehme an, das ist nicht der beste Freund heute bei den Leipzigern, aber ich kann mir vorstellen, in der Mannschaft ist das, geht es in die falsche Richtung, auch von der Mentalität. Ja, also ich meinte, ich habe die Situation von dem Elfmeter nicht gesehen, aber was ich gehört habe, hat Benny gar nichts am Ball gesehen und den Ball auf Hand bekommen. Es ist schwer zu erklären. Wir haben nach den Elfmetern trotzdem 6 Tore gekriegt. Also, wie gesagt, ich will nicht sagen das und das, sondern es war heute nicht gut genug. Es tut uns leid für den Fans, die auch mitgereist sind. Aber jetzt volles Fokus auf Bundesliga. Wir müssen jetzt einfach nur Danke zum Champions League sagen und jetzt volles Fokus auf Bundesliga haben. Das ist das Einzige, was zählt jetzt. Wie schwer ist es da, das abtaken zu können und da wieder hinzukommen, wo Sie gerade von gesprochen haben? Ja, nee. Also wir haben jetzt gerade Achtelfinale gegen Manchester City gespielt. Also haben wir das in Champions League auch gut gemacht bisher. Heute war nicht gut genug, das war schlecht. Aber ist so manchmal im Football, es tut weh. Es fühlt sich ja nicht gut an. Aber Leben geht weiter. Wir haben ein Spiel am Samstag und wir müssen da abliefern. Einfach so. Danke, Herr Mifos. Danke dir.